Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars Green Planet. So, Freunde, in der letzten Folge haben wir ja mitgekriegt, wir haben ein Wasserproblem. Und das heißt jetzt in der Folge, hoffentlich schaffen sie es. Hoffentlich schaffen sie es. Es sieht ja ganz gut aus, es sieht ja ganz gut aus. Wir müssen schon mal hier runterfahren. Bring ihn mal mit. Oh, müssen wir unsere Wasserreserven mal gucken. Funding received. Könnten wir ja dann noch. So. So. Könnten wir ja den auch eigentlich wegmachen. So. So, minus 5. Wie schaut's aus? Resources are low. Was ist denn jetzt? Ja, Wasser. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin dran, Mädchen. Ich bin dran. Was brauchen wir für die Extraktoren hier? Beton. Wir brauchen doch Beton. Leute, wir brauchen Beton. Wir brauchen Beton. Wir brauchen Beton. Okay, wir brauchen unbedingt noch so einen Transporter, so wie es aussieht momentan. Maschinenteile brauchen wir. Maschinenteile und ne? Sind die voll? Ach, die sind auch noch voll. Scheiße. Oh Mann! Maschinenteile. Und nochmal hier, zack. Wo haben wir, was sind das hier? Ressourcen sammeln? Ressourcen sammeln, das sind Maschinenteile-Depot, genau. Okay, los. Sammeln. Sammeln. Zustellen. So, ist unser Freund schon oben? Ne, immer noch nicht. Wo ist denn der? Hey. Okay, warte mal. Nein. Hier. Sammeln. Wir brauchen diese Ressourcen. Kommt, macht hin. Los. Zustellen. Wie viel brauchen wir? Zwei. Warte mal, da brauchen wir doch einen, brauchen wir doch nicht. Das passt doch. 118 nur noch. Oh, der eine läuft schon, Gott sei Dank. Okay, einer läuft schon. Funding received. Einer läuft schon. Die anderen beiden kommen noch. Wir haben kein Beton. So. Maschinenteile haben wir und der Beton kommt jetzt. Wenn ich dann mal sehe, wo er ist. Wo ist denn der? Ist der schon da? Nee. Ah ja, er kommt. Okay. Aber es reicht. Oh, Gott sei Dank. Deine Aufmerksamkeit. Ach du Scheiße, der Gesteinsbrocken. Ein riesiger Gesteinsbrocken wurde in der Nähe des Planeten entdeckt. Er hat eine äußerst eigenartige Form und im Internet kursieren die verrücktesten Spekulationen darüber. Mehrere wichtige Persönlichkeiten aus sozialen Netzwerken haben dich nach deinem Standpunkt gefragt. Wie lautet die Antwort? Werde zu einem Promi. Eigentlich kann Kung Lao das viel besser erklären. 5M ist ein einfacher Fels. Man kann darauf seinen Namen eingravieren. Für den richtigen Preis natürlich. Erhalte 500 Millionen.
Ja, warum nicht? So, wie sieht's aus? Ja, sie fahren hin. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Meine Herren. Jetzt haben wir auch das Problem, die müssen ja gewartet werden, ne? Was brauchen die? Maschinenteile. Maschinenteile. Weil da unten kommt ja keiner hin. Das ist ja das Problem, ne? So, jetzt müssen wir noch Wassertanks bauen. Ganz viele Wassertanks. Was macht der schon wieder? Ach, automatisch speichern. Wasserturm. So, einmal. Das passt wieder hier nicht. Ist ja wieder furchtbar. Dann setzen wir die Wassertürme einfach hier hin. Eins. Ist ja nur, dass man, wenn sowas nochmal ist, dass wir da ein bisschen mehr Glück haben, ne? Oh, nicht funktionierende Gebäude, meine Güte, ey. Ja, das sind die ganzen Metall und das nervt. Ich weiß es doch. Wie viele Maschinenteile packten der sich jetzt da eigentlich rein? 40, 45. Oh mein Gott. Okay. So, dann brauchen wir ein Depot. Maschinenteile. Maschinenteile-Depot hier. So. Zack. Jetzt brauchen wir ihn hier. Ressourcen entladen. Was ich jetzt hier macht, ne? Der tut sie jetzt hier entladen. Ja. So, dass das hier unten nämlich immer schön gewartet werden kann. Okay. Puh, haben wir mal Schwein gehabt, Leute, oder? Da haben wir nochmal Schwein gehabt. Aber irgendwie kommt zu wenig Wasser, kann das sein? 3. 3. Wieso machst du nicht mehr? Mach mehr Wasser. Du sollst mehr machen. Gelagerte Gesteins. Oh Gott, da brauchen wir hier noch einen. So. So, komm mal mit. So, aktuell brauchen wir wieder Geld. Eine Frachtrakete. Fertigbauten. Erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Ja, aber die Dinger funktionieren nicht so gut. Das ist halt das Problem, ne? Einen Drohnen-Hub nehmen wir mal mit. Der kriegt 4 Drohnen. Das sollte eigentlich reichen, oder? Treibstoff, Stirling, kleine Elektro, Polymer, Stirling-Renator, Drohnen-Hub. Weißt du was? Wir nehmen gleich mal 4 mit. Ist erstmal nur, dass wir haben. So, einen Kommandeur, einen Erkunder und einen Transporteur. So, einen Kommandeur würde ich jetzt auch noch mitnehmen. Noch ein paar Drohnen. So, 4 bringt er mit, 4 so. Puh, jetzt muss ich kurz überlegen. Metalle, Hammer, Hammer, Hammer. Orbit, Beton brauchen wir nicht. Drohnen 4. Okay. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Was ist das jetzt eigentlich für einer? Geldhai. Okay, das ist perfekt. Dann brauchen wir eine Passagierrakete, glaube ich noch, ne? Weil wir brauchen aktuell hier keinen. Hier auch nicht. Hier, nicht. Hier zwei Forscher brauchen wir wieder. Passagier, Filter, Spezialisierung, kannst rausnehmen, Wissenschaftler. Anwenden. Wir brauchen nur 4. Sexy, Überlebenskünstler. Den lassen wir drinnen. Fit, Veganer, lassen wir auch drinnen. Brauchten wir 4, ja? Überlebenskünstler, verliert Strom. Fit, Spieler, kannst rausnehmen. Überlebenskünstler. Alkoholiker. Strapazierfehler, religiös. Was, warte mal. Keine Komforteinbußen beim Essen ungekochter Nahrung. Achso.
Lebenskünstler, eins. Ist ja ein Senior. Was soll ich mit einem Senior? Ey, da kann ja wirklich wahr sein. Vielfraß. Workaholic. Religiös. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was soll's? Nimm mit. Haben wir den Platz? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Oder kannst du hier irgendwo noch einen mit 9 reinsetzen? So, hier haben sie alle hier noch Platz. Hier haben wir einen. Wie viel könnten wir? Hier könnten wir 3, ja. 1, 2. Ja, hier fehlt eigentlich noch. Ansonsten können wir ja das hier machen. 5er. 6, 7, 8, 9. Okay, das passt eigentlich. Ach nee. Huch. Das hätte ich fast Fehler gemacht. Dann haben wir nämlich das hier. Spezialisierung. 105, 6, 7, 8, 9. So. Hier in dem Hochhaus ist noch genug Platz. Passt perfekt. Super. So, keine Ressourcen gefunden. Wieder irgendwelche Sachen. Hier unten baue ich nämlich dann noch einen Drohnenhub hin, weißt du wie? Was machen die denn jetzt hier? Ach, die sammeln hier, glaube ich, die ganze Zeit die Steine ein, oder? Ach ne, hier, das ist die Steins. Okay, weil damit wir den nämlich hier dann wieder mitnehmen können. So. Er hat auch seine Leute. Okay, prima. Da haben wir das doch schon mal geschafft. Geschafft. Dass wir wieder was produzieren. Wir machen sogar jetzt einen Überschuss. Das bedeutet, die Lager werden alle aufgefüllt. Das ist natürlich Wassererzeugung 9,1, Gesamtbedarf 7,5. Da müsste der ja eigentlich noch mehr machen. Wassererzeugung, Wasserbedarf, gespeichertes Wasser, Kapazität 500. Okay, pro Turm. Ich glaube, wir müssten dann nämlich mal auch die größeren, ne? Hier gibt es ja großer Sauerstofftank und großer Wassertank. Ich glaube, die machen ein bisschen mehr. Aber wir müssen jetzt endlich, dass wir diese Shuttle bauen können. Aber sowas musst du halt, ne? Und ich glaube auch, das Wasser hier unten wird nicht ewig reichen. Das ist halt das Problem. Ich meine, dann haben wir hier gleich was, ne? Dann haben wir da gleich was. Bing, bing, bing. Ach, ehrlich jetzt? Krass. War ja noch nie gehört. Bing, 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 bing. So, kannst du das mal machen? Ja. Und irgendwie müssen wir das mit den Gesteins. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben noch eine Pilzfarm. Arbeiter 6, eine Arbeitsschicht. Standardproduktion 6. Ach, wie nice. Werden wir irgendwann mal noch bauen. Nur damit wir sie einmal gebaut haben. Ich möchte alles einmal wenigstens gebaut haben. Wir brauchen diese großen Lager. Ehrlich, ich will diese großen Lager haben. So, aber was geil ist, ihr seht's ja, ne? Wir haben jetzt hier dieses magische Dreieck komplett voll. Das ist schon mal echt geil. Das hier fällt mir. So, was haben wir hier? Ferngesteuerter, das ist... Warte mal, was ist das für einer? Ist das Geldhai? Geldhai, okay, tschüss. Hier landen. Tschüss. So, ansonsten die andere Rakete können wir hier dann kurz landen lassen. Ja, nützt ja auch nichts. Warte mal, wie lange halten die denn jetzt durch? 119 Stunden, 118, ja, geht schnell runter. Können wir lassen die hier landen, wie gut ist. So, jetzt warte, unser Transporteur, bitte einmal dahin. Du hast 4 von... Achso, nee, der hat ja 5 von 8. Milestone achieved. 3 Drohnen. Wo sind die 3 Drohnen? Kolonisten have arrived. Milestone, 100 Kolonisten. Oh, wie nice. Sehr schön. Ich brauche jetzt immer noch die Drohnen hier, oder mal? Einmal dahin.
Hey. Wieso fährt der da oben lang? So, dann haben wir nämlich nur noch eine Drohne. Richtig, richtig. So, komm mal raus, mein Freund. Ich schnapp dich jetzt. So, lad das mal ab. So, darfst jetzt an den hier. Hat er nämlich 8. Perfekt. Keine Ressourcen gefunden. Nicht funktionierende. Oh, das ist so nervig. So, der ist nämlich fast wieder voll. So, du lädst jetzt mal deine Leute ein. Aua, jetzt habe ich ging's. Gegen mein Headset geschlagen. Headset vor allem gegen meine Kopfhörer. Wunderbar, wir haben den. Okay, fahr dich mal hier hin. Nicht funktionierende Gebäude. Oh. So, okay, die können nämlich jetzt hier mitarbeiten. So, das heißt noch 2 Stück. So, fertig und tschüss. So, wie sieht's aus? Ist voll besetzt? Ne, hier fehlt einer. Hier ist komplett drin. Jetzt machen wir 1100. Aber was haben wir jetzt für Arbeitslose? Keine Spezialisierung, keine Spezialisierung, keine Spezialisierung, keine Spezialisierung, keine Spezialisierung. Das ist jetzt natürlich wieder, ne? Könnte man ja hier... So, Carter arbeitet nicht in der Heimatkuppel. Das habe ich mir denken können. Aber das ist mir jetzt Rille. Weil, pfuh. Wo soll ich die ganzen Leute hinpacken? Nur noch Mediziner, Sicherheitsturm. Hier fehlt auch noch einer. Oh, hier fehlt auch noch einer. Uiuiuiui, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir Botaniker kriegen. Wie, hier fehlen ja 2. Ach du Scheiße. Was stimmt denn jetzt mit euch nicht? Ja, jetzt müssen wir mal... Wie kriege ich denn die ausgebildet, die Kinder? Gelassen, Enthusiast, Überlebenskünstler, Nerd, religiös. Nerd. Lebenskünstler. Gibt es da vielleicht noch eine Universität oder irgendwas, dass man hier irgendwie, ne? Ich mach das jetzt einfach mal mit an. Okay. Du Scheiße. Wie kann ich denn die spezialisieren? Das möchte ich jetzt ja nochmal wissen. Ne, wir haben die Krankenstation, Dinner, bla bla. Casino, Sicherheit, kleiner Lebensmittelladen, Kunstwerkstatt, VR-Werkstatt. Ah, die müssen doch auch irgendwann spezialisiert werden oder so. Oder? Hier, Bildung, Forschung. Kindertagesstätte, Spielplatz, Schule, Forschungslabor. Ja, toll. Habe ich echt keine Ahnung. Ne? Sektor scanned. So, wie sieht's bei dir aus? 30-30, bist leer und tschüss. Ah, der eine funktioniert jetzt nicht. Keine Ressourcen gefunden. Ja, das sind die ganzen Sektoren jetzt hier. Warte mal, da wollen wir so gleich mal gucken. So. Ein wurde vom Passi gestohlen. Vom Abtrünnigen. Ja, wow. Klaut ja schon Nahrung, obwohl die noch da ist. Noch. Muss man ja sagen. Okay, hier arbeiten 2. Wir haben immer noch. Nur Spezialisten. Ich frage mich, Also, das ist schon. So, wer ist das? Passi. Das ist doch der Abtrünnige, der Vogel, du. Klappt doch wohl hier. Kann ja wohl wahr sein. Nee, ist schon echt krass. So.
Hier unten läuft, würde ich mal sagen. Okay, läuft ja, aber... Ich wollte ja hier einen Drohnen-Hub hinstellen. Funding received. Geld mit der erhalten. So langsam läuft's doch. So, zack. Wie viel hast du? 4. So, dann kannst du nämlich hier einpacken. Ne? So, geh mit. Kannst du dich erstmal da hinstellen. Meine Herren, ey, meine Herren. So, die haben jetzt nämlich hier unten. Könnt ihr das schön warten. Deswegen habe ich nämlich einen Drohnen-Hub für da unten mitgebracht. So. Als nächstes möchte ich gerne mal gucken, was haben wir jetzt hier. Dieses Hochgeschwindigkeit-Relais. 100 elektronische Teile, sieht extrem mau aus. Also hier brauchen wir 7 beliebig. Hier haben wir 15, 500, das könnte passen. Die Rakete geht verloren. Die nächste, die kommt. Warte mal, jetzt muss ich kurz was gucken. Das hatten wir doch vorhin gemacht gehabt, ne? Weltraumspiegel starten. Ach, das können wir jetzt mehrmals machen, ne? Bis wir, sage ich mal, hier dies auf 100% haben. Okay, nice. Wo waren das jetzt hier mit meinen hier? Ja, das ist... Wir brauchen unbedingt 100 elektronische Teile. Weil Sprit und Metalle haben wir genug. Dann würde ich vorschlagen... Frachtrakete. Ist doch Geldhai. Ist egal. Bring mit. So, dann bringt er nämlich das schon mit, was er braucht. Gut ist. Und mit der Expo tun wir halt erstmal weiter Geld machen dann. Und gut soll's sein. Wir brauchen mal elektronische Teile. Brauchen wir hier unten noch. Okay, warte mal, da brauchen wir noch ein Depot. Ein Depot für elektronische Teile. Ja. Ja, jetzt brauchen wir einen Transporteur. Nein! Nein, 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 nein. Ressourcen entladen. Ressourcen entladen. Maschinenteile. Was hat denn der noch getroffen? Beton. Ja, das ist... wo hat denn der jetzt hier elektronische Teile? Hallo? Ne, wir brauchen... Hey, doch, wir brauchen elektronische Teile. Was ist das? Elektronikdepot hier. Okay, so. Jetzt Ressourcen entladen. So. Gut. Haben wir das. Wie sieht's aus? Die Expo, die ist gleich weg. Gleich da. Und dann gibt's wieder Patte. Gibt's ordentlich Patte. Maschinenteile sieht auch momentan... Oh, ich brauche unbedingt die großen Lager. Wir sind bei 75%. Aber aktuell finde ich... Mir fehlen hier 2 Wissenschaftler. Funding ich weiß nicht. Ja, ja, Geld mit erhalten. Hier fehlen jetzt überall Wissenschaftler. Was stimmt denn nicht? Leute, macht mich nicht kirre. So, was haben wir hier? Spezialisierung? Keiner. Und hier auch nicht. Jugendlicher, mein Gott. Keine Ressourcen. Warnung, es werden mehr funktionierende Sicherheitsstationen benötigt, um die Kriminalität durch Abtrünnige innerhalb der Kuppeln zu unterbinden. Es werden mehr. Ihr macht mich echt fertig. Also langsam müssen wir auch mal wieder den Strom beachten. So, dann hauen wir ja noch eine rein. Und hier drinnen brauchen wir übrigens noch Parks, ne? Das ist mir gerade nur so eingefallen. Dann haben wir da nicht einen schönen Park hier, den ja. Nee, den. Nee, okay. Nur den. So.
So. Oh Gott. Die Rakete. Was ist das für einer? Der mit seinen Drohnen. Darfst dich gerne da mal hinstellen. Falscher Arbeitsplatzspezialisierung. Mein Gott, ey Leute. Übertreibt ihr es nicht? Aber so sind sie doch wenigstens abtrünnig. Wieder ein abtrünnig. Faul, zögerlich bei der Arbeit, oh mein Gott. Ah, es ist einfach nicht normal. So, wenn die landet ist, muss man ganz kurz Pause machen. Die schickt man nämlich gleich noch los. Beziehungsweise das stellen wir jetzt noch ein und dann ist Ritze. Stopp. Das ist der Geldhai. So, auf geht's. Da brauchen wir 100, 100, 100. Okay. Expedition. Geldhai schicken. So. Gut, Freunde. Die lasse ich jetzt beladen und dann schicken wir sie in der nächsten Folge los. Oder? Ja, so machen wir das. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da, ein Like. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Surviving Mars. Also bis dahin. Ciao, ciao.